Servus und herzlich willkommen zurück bei Foundation im Early Access. Unsere Schwerindustriestandort in der City nähert sich dem Ende. Darf ich vorstellen, eine Eisenmine, ein Holzfäller, ein Förster, ein Köhler, eine Eisenschmelze, ein Schmied. Und was aus diesem ganzen Ding rauskommt, ist... Also, oder besser gesagt, sind... Denn ich hoffe, sie produzieren mehr als eins. Werkzeuge. Werkzeuge, Werkzeuge, Werkzeuge. So, der Hermann. Hermann ist schon hier. Ah ja, der tut schon was. Der pflanzt hier schon fleißig. Und da flimmert's. Wieso flimmert's da? Ah, das ist der Wind. Okay. Lord, wir müssen helfen. Wählen. 30 Nahrung. Ja, das ist gut. Sollen wir dem König helfen vielleicht? Dem haben wir noch nie geholfen. Jetzt helfen wir mal dem König. So. Ja, das können wir gleich liefern. Passt. Nice, nice, nice. So, der Köhler ist fertig. Ich glaube, dass wir dann vielleicht noch ein Lager brauchen, um die einzelnen Rohstoffe hier immer vorrätig zu haben. Und zwar Eisen, Holz, Kohle. Stahl oder so, ne? Das klappt, glaube ich, ganz gut. Werden wir gleich mal machen. Ein Lagerhaus. Wir brauchen ein Lagerhaus. Aber... ja, wurscht. Hier kann man es eigentlich auch herstellen. Macht nix. Und Leute, 2, 4. Okay. Schauen wir mal. Hier fehlen noch Steine, hier fehlen noch Werkzeuge. Es sollte sich aber ausgehen, weil haben wir genug. Da fehlen noch die Werkzeuge. Ja, das dauert alles etwas. Das dauert leider alles etwas, wenn die Wege schon so weit sind. Aber ich weiß ja nicht, ob sowas wie Attraktivität mit einspielt. 2. Attraktivität hoch. Also denen gefällt schon ganz gut. Und würde man sagen, der Wuselfaktor kann sich sehen lassen. 65, 22. Wir haben schon wieder zu kleine Kirche, oder? Ja. Essen, okay. Haus sollen sie halt bauen. Ist gut, ist schön. Wie läuft denn unser Verkauf? Ja, ist okay. Quatsch. Ja, läuft, würde ich mal sagen. Finde ich jetzt gerade nichts Großartiges zum Aussetzen. Wieder schon gekühlt. Da geht schon was. Aber ich hätte gerne noch irgendwo so eine Übersicht über alle meine Ressourcen, die ich habe. Die fehlt mir nämlich leider immer noch. Der braucht nämlich auch Kohle und... Okay. Dann brauchen wir mehr Rohstoffe, oder? Geht sich das aus mit 4 Slots hier in der... In unserer Lagerhalle? Das ist jetzt die Frage. Ah ja, sehr schön. Eisenschmelze. Schmeiß mal gleich 2 rein. Und jetzt der Reed, der Gute. Jetzt fehlen noch die Werkzeuge. Haben wir aber noch. Joseph. Okay.
Hat er wohl geswitcht? Und haben wir Holz. Also hier brauchen wir Holz, Rohstoff 1. Hier brauchen wir Holz und Eisenerz. Na, Kohle und Eisenerz. Haben wir 3. Okay, schauen wir mal. Aber ich hoffe, es geht sich aus. 5 Steine kriegen wir hin. Oh, sehr cool. Die produzieren schon. Ach, schön. Sehr schön. Aber das können sie hier eigentlich lagern, oder? Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Es fehlen immer noch 20 Werkzeuge. Jungs, wo sind die Werkzeuge? Ha, fertig. So, Slot 1 braucht man Holz. Slot 2. Slot 2 brauchen wir Kohle. Und Slot 3 Eisenerz. Slot 4 Eisen. Das sind die Sachen, die wir annehmen. Die Christine macht es für uns. Hoffentlich. Also die machen Eisen, ja? Gut. Eisenerz. Eisenerz, genau. Die produzieren Kohle aus Holz. Das Holz kriegen sie hier. Die brauchen Kohle und Eisenerz, das kriegen sie auch hierher und die machen Stahl. Und der braucht Stahl und kriegt den Stahl da. Sollte funktionieren. Sollte klappen. Oh ja, da tut sich was. Da hinten kann er noch nicht, weil da, kommt er halt nicht hin, aber da tut sich was. Ein ganz ein fleißiger Herr, sehr schön, so mag ich das. 2 neue Dorfbewohner. Irgendwas fertiggestellt. 3 Arbeitslose. Da können wir noch einen Träger dazu klatschen. So, jetzt soll es aber dann sobald soweit sein, dass wir die Schmiede in Betrieb nehmen können. Ja, der Glaube. Aber das Essen, wir haben so viel Essen. Wieso kauft das keiner? Oder eh, aber wieso? Kann man dann vielleicht noch einen zweiten dazu bauen? Nö. Luxuriöser Stand, was macht denn der dann? Sieht das irgendwie anders aus? Ja, da kann man Waren kaufen, oder? Fisch drauf, aber bitte, was soll's? Da kann ich gar kein Schild. Doch, da ist ein Schild. So, ein bisschen mehr Prunk. Bringt allem was, oder? Gut, wie sehen wir dann? Nein. Ah, oh, sehr schön. Nice. Der Francisco und die Ophelia. Die brauchen auch Kohle. Alles klar, dann haben wir hier. Ja, wunderbar. Und die Werkzeuge können dann wo auch immer hinkommen. Das ist ja dann egal, ne? Tja, das ist nice. Gefällt mir richtig gut. Das sieht auch hübsch aus. Wie da gewerkt wird. Oh, sehr cool. Quasi der Standort unserer Schwerindustrie. Wohnen würde ich hier nicht wollen, aber naja. Sehr cool.
Schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Mal gucken, zumindestens. Na doch, 4, 5, 6. So, wow. Wir brauchen definitiv viel mehr zu tun für die Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, nächster Produktionszweig. Landwirtschaft geht bis hierher, aber die bewirtschaften das ja nie. Oder sind... Oh, das ist zu wenig. 3. Okay, aber wenn die... Die machen, das ist sowieso nie so weit, oder? Wenn sie es bis hier machen, ist das schon gut, oder? Da ins Wasser rein, natürlich. Wie sieht's denn aus bei euch? Ernten? Ja, wenn die irgendwann... Dann... Hammer. Setzen wir euch eine Schäferei vor die Nase. Oh Mann. Schon wieder. Ja, komm, was soll's. Ob das gedacht ist, dass das so flott geht? Nein. Null Brot. Wie sieht's denn brottechnisch production-mäßig aus? Null. Naja. 2. 0. Okay, heißt das jetzt, wir brauchen mehr Farmen oder brauchen wir jetzt mehr Mühlen? Da ist nämlich 0 Mehl. Und da ist aber 102 Getreide. Da ist auch 50 Getreide. Ich würde aber trotzdem sagen, die irgendwie beieinander zu behalten. So, eine Mühle. Mühle. So, optimal. Und wir haben ja schon wieder viel zu wenig Leute, oder? Also viel zu wenig Platz. 15 fehlt es an Glauben. Oh, wow. So, liebe Kirche. Platz für 10, Platz für 10, Platz für 5, Platz für 5, Platz für 20. Ja, weil das ist eh das Einzige, was Sinn macht, oder? Bam. Das ändert nichts an der... Ja, probieren wir es mal so, ne? Wird das jetzt gebaut? Bau beginnen. So. Naja. Den Preis für ungewöhnliche Kirchen kriegen wir schon mal definitiv. Aber es sieht wirklich... Ach, schön aus, oder? Ich würde mal sagen, da tut sich was. Außer, dass wir noch kein Eisen produzieren. Oder schon? Ja, das mit dem Eisenerz ist ja schön, also das rockt. Die drei, die... Da haben wir 4 Holz. Können wir mal Maximum einlagern, weil dann, ja, schauen wir mal. Die Schieferei ist fertig. Ein
einen Schäfer und Schafe züchten. 1, 2, 3, 4. Und die fahren immer noch. Also das ist eine Besonderheit. Die Schafe in diesem Spiel, die gehen nicht. Die fahren. Wir haben offensichtlich unten kleine Miniräder eingebaut. Und so cruisen die durch die Gegend. Und offensichtlich kreuz und quer. Okay. Ah, da wird jetzt eins geschoren. Und das wächst ja schnell wieder nach. Okay. Die produziert jetzt also Wolle. Dann haben wir Wolle. Ah, was brauchen wir da? Schneiderei, Weberei. Weberei. Und dann brauchen wir noch eine Schneiderei. Was brauchen wir da? Was kostet die Welt? Ne? So ungefähr. Also wenn ich jetzt da das Maximum an Holz einlage, dann... Ah, das war noch gar nicht so gut. Obwohl die anderen fällen ja auch, ne? Und hier wächst der Wald nach. Ich hoffe mit einem... Ah, auch schon fertig. Ich hoffe, mit einem Förster behält das Gleichgewicht zwischen Abholzen und Nachwachsen. Oder hält sich das in der Waage? Mal gucken. Auf jeden Fall, hier wäre noch vorgesehen, einen Überschlag zu machen, also eine Brücke zu bauen. Yeah, da sind wir auch gleich fertig. Yeah, ausgezeichnet. So. Jetzt haben wir Platz für 85 und wir haben 84. Das ist gut. Sieht alles etwas komisch aus, aber naja. Nun, zu weiser Voraussicht hätten wir da was machen können, ne? Denkmal. In den Soldat zuweisen. Dorothy und Juan sind jetzt Soldaten. Wusste ich nicht, diesen Namen. Ein Dorf fehlt es an Platz für Wohngebiete. Was? Moment. Ach so, okay. Ja dann. Was ist hier? Geht hin und baut euch ein Haus. Wieso haben wir hier eigentlich keinen Abbau? Alles klar. Da hat wohl wer geschlafen und das war höchst vermutlich ich. Oh, nice! Jetzt haben wir da die Soldaten. Obwohl nur einer... Die war gerade noch auf der anderen Seite. Wie dem auch sei. Kleine Schatzkammer. Ja, die kleine Schatzkammer. Die hat es mir angetan. So. Na? Wenn ich die größer baue, passt dann mehr Geld rein. Nö. Okay. Bau beginnen. Aber das ist ja nice mit Soldaten jetzt. Ist ja cool. Das wusste ich auch noch nicht. Dann können wir nämlich 900 schon einlagern. Das ist gut. Da tut sich was. Immer noch 0.
Aber die backen jetzt wieder fleißiger, das ist gut. Die erstellt drei, ach so. Also die arbeiten eigentlich alle ganz gut, außer... Also eigentlich arbeitet die Mine und der Köhler nice. Der Rest nicht so, naja. Mal gucken. Und irgendwie ist das nicht so cool. Ich glaube, da brauchen wir noch einen zweiten Förster. Einen zweiten Förster. Gegen so viele Holzfäller kommt nur ein weiterer Förster an wahrscheinlich. Nahrung ist jetzt irgendwie sehr wenig. Naja, mal gucken. Nee. Ah, hier haben wir auch schon zwei Weber. Und da fehlt es noch an behauene Steine. Wo kriegen wir behauene Steine her? Ist das ein Upgrade zu euch? Nein. Habe ich da irgendwas übersehen? Steinmetz Hütte. Steinmetz Lager, Steinmetz Hütte. Ah, das schon her. Interesting. Ich möchte... Ja, liefere 5 Brot. Ja, mal, passt schon. Haben wir das jetzt gebaut? Ja. Oh, yeah. Wieder was gelernt. Brot. Brot. Brot, 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 Brot. Wo haben wir Brot? Hier verkaufen wir Brot, oder? Ja. Dann, Holz raus. Brot rein. Maximum einlagern. Los geht's. 5 Brote sollte zu schaffen sein. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit Foundation. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Servus.